Im Zweiten Weltkrieg dienten etwa 120.000 Ungarndeutsche in der Waffen-SS. Einige meldeten sich freiwillig, andere wurden zwangsrekrutiert. Schauspieler Dustin Leitol spielt im neuen Stück des Ungarndeutschen Theaters Schweres Gepäck einen jungen Mann, der der deutschen Propaganda glaubt und freiwillig der Waffen-SS beitritt. Seltsam, wahrscheinlich für alle, aber für mich besonders, so einen SS-Mann zu spielen, der quasi gegen die eigenen Landsleute ist. Und es ist interessant, diese Perspektive mal zu erleben, und diese Texte gehen natürlich auch rein, und ja, man spielt das dann ein bisschen mit Abstand doch. Also man sucht natürlich einen Weg, wie man das überzeugend spielen kann, aber man braucht dann trotzdem Abstand, weil, ja, wie soll ich das sagen, Hitler und Konsorten, die waren halt gute Rhetoriker und konnten so die Leute überzeugen, und einen jungen Menschen wie ich, der einen jungen Menschen spielt, der denkt nicht weiter groß drüber nach. Viele sind begeistert einfach. Es war so eine Kriegsbegeisterung, glaube ich, einfach. Und dann hat man mitgemacht. Ist ja toll, machen alle. Dieses Schwarmverhalten einfach, da gehört man dazu und geht eben dann auch in den Krieg wahrscheinlich. Ich muss ja mit Imagination arbeiten in diesem Thema. Ich selber bin Pazifist, also. Dozentin der Universität Fünfkirchen, Dr. Beata Markusch, begann vor 2 Jahren das Thema, das bis heute als weißer Fleck gilt, zu forschen. Eigentlich kam das Thema eher so zufällig. Ich habe mit meiner Oma alte Familienfotos angeschaut und dort einige Soldatenfotos von SS-Männern gefunden, anscheinend meine Familienangehörigen. Und natürlich, das warf sehr viele Fragen auf. In den Quellen lässt sich das schon so auch nachverfolgen. Sehr viele haben sich einfach für die Waffen-SS gemeldet, weil die deutsche Seite eine bessere Finanzierung versprochen hatte. Das wollten sie auch einhalten, nur der ungarische Staat hat das nicht zugelassen, dass diese Summen dann auch überwiesen wurden. Aber sie hatten auch finanzielle Vorteile, auch die Familien. So in dem Fall, wenn zum Beispiel die Soldaten den Krieg nicht überlebten, es war versprochen, dass die Familie unterstützt wird. Es gab auch sehr viele, die betrogen wurden. Ihnen wurde gesagt, dass sie nur zu Sportveranstaltungen nach Berlin oder nach Deutschland reisen. Dort mussten sie irgendwelche Unterlagen unterzeichnen und zurück konnten sie nicht mehr. Das war ihre freiwillige Meldung für die Waffen-SS. Aber ich denke, viele hatten einfach gedacht, dass sie in der deutschen Armee einfach bessere Überlebenschancen haben, dass sie nicht in die sowjetische Front müssen. Das war auch zum Beispiel eine Motivation. Oder einfach, dass ja, die deutsche Armee, das war damals noch auf jeden Fall als Elite-Armee, so die Waffen-SS wurde, oder hatte diese Image, dass es eine Elite-Armee ist, mit besserer Ausrüstung, besseren Uniformen, bessere Verpflegung, bessere Gehälter. Also ich denke, das konnte schon diverse Gründe haben, warum es attraktiv für junge ungarndeutsche Männer war, die zuvor sehr oft einfach in Ungarn als stinkende Schwaben beschimpft wurden. Auch in der ungarischen Armee, es gibt Quellen dazu, dass einfach sie wurden wegen ihrer mangelnden Ungarischkenntnisse dort beschimpft oder misshandelt. Deswegen wollten sie sich einfach für die deutsche Armee. Schätzungen zufolge waren, dass etwa 60.000 während der ersten Kriegsjahr, also 1942-43, als diese jungen Männer sich noch freiwillig für die Waffen-SS meldeten, und weitere etwa 60.000 dann während des Jahres 1944, als sie schon nach der deutschen Besatzung Ungarns mit Zwang in die Waffen-SS rekrutiert wurden. Also insgesamt geht man von 100-120.000 Personen aus. Damit meine ich jetzt den größeren Ungarn, also nicht nur das heutige Staatsgebiet, sondern auch die Bačka, die heute schon rumänische Gebiete. Dort war die Bereitschaft auch relativ groß, sich für die Waffen-SS zu melden. Beata Markusch forscht im Weiteren, was für ein Schicksal auf diese Menschen und auf ihre Familie nach dem Zweiten Weltkrieg wartete.
diejenigen, die in der Waffen-SS waren, die wurden besonders massiv sozusagen benachteiligt. Das galt als einfach so als einer Grund der Vertreibung nach Deutschland. Also sie wurden bereits während des Jahres 1945 schon in Ungarn interniert, also in Lager eingesperrt, verhaftet, und also mussten sie auch Zwangsarbeit leisten. Ein besonders schlimmer Fall waren diejenigen, die zuvor in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren und erst dann so durch den Aufnahmelager in Debrecen zurückkehrten. Die wurden, wenn sie als SS-Soldaten dort identifiziert wurden, dann durften sie nicht nach Hause, sondern sie wurden in Internierungslager in Ungarn wieder eingesperrt. Ein sehr berüchtigter Fall war das Lager in Tiszalök, wo sie bis Ende 1953 noch Zwangsarbeit leisten mussten unter unmenschlichen Bedingungen. Erst danach wurden sie dann nach Deutschland so freigelassen und dorthin gebracht. Also das dauerte noch jahrelang, bis ihre Schicksale so irgendwie geklärt werden konnten, wenn überhaupt. Der Dienst in der Waffen-SS gilt im Kreise der Ungarndeutschen immer noch als Tabu. Die Betroffenen schweigen bis heute darüber. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit ist eine ehrliche Konfrontation mit der Geschichte.